Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir sind zurück in der Höhle. Nehmen erstmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Genau. So. Wir haben es noch mitten in der Nacht. Kein Grund, jetzt hier schon loszulaufen. Und ich würde sagen, wir warten einfach mal noch ein bisschen. Schauen, wie sich das entwickelt. Ja, wir sind jetzt im Minusbereich. Und ich überlege... Ja, wir machen nochmal ein Feuer. Sure getting cold. Wir haben ja in den letzten Runden hier ein bisschen was gespart. So, Stock, Stock, Stock. Gleich nochmal. Kein Grund jetzt hier zu frieren. Come on, little fire. Come on. Und dann können wir ganz in Ruhe zusammenpacken. Können wir überlegen, was wollen wir mitnehmen. So, fein. Ja, das gleich rein. Und ruhig noch ein paar mehr. So. Fackel. Die können wir zerlegen. Bin ich auch nicht scharf drauf. Die sind alle nicht so dolle. Gut. Dann setzen wir hier noch Wasser an. 2 Stunden bleiben wir bestimmt noch. Dann... Wie sieht es hiermit aus? Das können wir mitnehmen. Getrocknet, getrocknet. Frisch, frisch. Ja, okay. So, die nehmen wir auch mit. Das Holz lassen wir hier. Kann man nochmal einen Happen nehmen. Schau mal hier kurz rein. Das brauchen wir definitiv nicht alles. Wasser haben wir hier irre viel drin. Holzkohle kann alles rüber. Starting to feel numb. Das nehmen wir alles mit. Fein. Dann... Ups. Können wir ruhig die Zeit noch nutzen, ein bisschen zu craften. Als da wären...
Bartflechten. Wie viel kriegen wir denn davon hin? 2, 3, 3, 45 Minuten. Okay. Minuten bis zum Zielpunkt. Gibt es noch mehr? Wir können das schärfen und wir können die reparieren. Reparieren mit Metallschrott. Das Reparieren ist gut, weil das skillt. Hoffe ich. Ich habe zwar kein Zeichen gesehen. Sagen wir mal, noch eine Stunde bleiben wir hier. Dann... Das kann geschärft werden. Jetzt bei 88. Gut. Zehn Minuten bis Siedepunkt. Hier können wir auch nochmal schärfen. Reparieren. Okay, wir können das reparieren. Ich will bloß mal sehen, ist das so einfach? Wie viel Werkzeug haben wir noch? Wie viel? Na, wir haben noch eine Menge davon. Reparieren. Das sind jetzt bei 87. Tatsächlich wieder 100. Also, diese Toolbox kann man reparieren. Finde ich gut. So, wir sind ein bisschen überladen. Woran liegt das? Naja, an den ganzen... An dem Stuff hier. Ja, gibt's diesen Zwang, das ganze Wasser mitzunehmen? Oder sollte man einfach das alles ablegen? Eine kann man ja mitnehmen. So, dann würde ich sagen, wir schlagen uns noch den Wanst voll. Grundsätzlich möchte ich kein Fleisch transportieren, aber das ist nicht vertan. Irgendwann, egal wie verdorben es ist, können wir es ja wieder essen. Aber wir können ja jetzt noch von profitieren. Essen einfach alles. Und das lassen wir nach hier. So. Nehmen uns noch einen Liter. Trinken. Ja. Und dann war das eine eigentlich wirklich erfolgreiche Tour. Oh, Äste liegen wieder hier. Aber okay. Gehen zurück, ausgeruht, mit wichtigen Ressourcen, mit leichtem Schritt, man merkt richtig, wie beschwingt unsere Lara Croft oder Sarah Connor oder
wen auch immer wir hier führen. Wie beschwingt sie uns? Sehr, sehr cool. So, wir müssen jetzt ein bisschen schauen, dass wir nicht direkt in den Wolf reinlaufen. Bisschen Vorsicht angesagt. Ah, ich sehe ihn, er läuft ganz da vorne rum. Gut. Ja, der kommt auf die Brücke. Da müssen wir uns ein bisschen vorsehen mit der Location, aber ich glaube, wir waren hier noch nicht drin in der Hütte, deshalb ist mir die wichtig. So, haben wir ein Bett. Eine Menge Metall. Ah. Aber leider kein Brecheisen. Vorsichtig raus. Weil der könnte jetzt hier überall rumpirschen. Schauen wir nochmal hier rein. So, hier haben wir alles leergeräumt, oder? Na, hier gibt's noch was. Schneesturm. Ich weiß nicht. Lieber abwarten. Ich denke, wir flicken in der Zwischenzeit was. Okay, zweimal Stoff brauchen wir dafür. Genau genommen, dieses Ding bräuchte man nicht, das könnte man zerlegen. Und haben wir jetzt zweimal Stoff? Ne, einmal. Versuche einfach Zeit zu überbrücken und dabei was Sinnvolles zu machen.
38. Oh, oh. Ist ein bisschen riskanter. Was könnte man noch machen? Die Zeit sinnvoll. Man kann das Ding hier auseinandernehmen. 2 Stunden 36. Okay. Gut. Dann warten wir. Wie viel Wasser haben wir noch? 1 Liter, gut. Ich habe jetzt nichts gegessen, denn wir sind so gut im Saft. Keine Notwendigkeit. 36 Tage. Und wieder Sturm. So, viel mehr gibt es hier nicht auseinanderzunehmen. Bett. Ungern. Ich fürchte, er taucht hier aus dem Sturm auf. Aber ich will jetzt nicht mehr länger da warten. Hier schon mal ablegen, was wir nicht unmittelbar brauchen. Da könnte ich was draus craften. So. Dosenöffner. Beide brauchen wir jetzt nicht. Bogen. So, das kann alles rüber. Wir müssen uns jetzt um eine Stunde um etwas zu trinken kümmern. Ich denke, der Plan ist, wir setzen Wasser an.
das und das. Setzen schon mal Wasser an. Und machen dann mit der Laterne nochmal einen Rundgang. So. Oh ja. Altholz. So, 2 Stunden 41. Eins. Haben wir nur einen Kochplatz hier? Nee. Muss ich schon sagen. Gut. Hier war nix. Okay. Mal hier wirklich alles gesehen. Ich kann es mir beinahe nicht vorstellen. Müsste drin sein. Leer. Bei 30 Minuten. Leer, leer. Immer überall reingeschaut. Stoff. Das war ganz ordentlich. 45 Minuten. Nochmal Stoff.
Alles gecheckt. Tja, mehr scheint hier tatsächlich nicht zu sein. Na gut, dann wäre die nächste Aktion, dass wir hier noch craften, also dass wir hier noch... Ich glaube, wir müssen ja jetzt dreimal Rehfell haben. Das kann man ja auf jeden Fall noch machen. Dass man noch eine Hose craftet. Surrounded by snow. Ja, geht gleich los. So. Wie lange brennt das noch? 40 Minuten. Das heißt... 0,5 sind noch drin. Ich würde mich gern hier noch mal ein bisschen umschauen. Ich glaube nicht, dass ich was übersehen habe, aber ruhig double checken. Ah ja, hier. Mal nochmal Stoff. Ja, auch so einen Stuhl auseinanderzunehmen, bringt ja auch nochmal Stoff. So, hier waren wir dran. Ich glaube, dann haben wir hier drin alles gesehen. So. Gut. Jetzt haben wir wieder 2 Tage Indoor verbracht, nicht so gut. Aber... Ich schau mal nach den Temperaturen. Ich könnte auch überlegen, ob man noch so einen Snowshelter macht. Denn diese Crafting-Aktionen... Naja, kostet halt eine Menge Zeit. So. Ich hoffe nicht, dass es eines Tages tatsächlich mal so ist, dass hier ein Wolf drin steht. Dann würde ich wirklich staunen. Weil damit rechne ich überhaupt nicht. Ich betrachte das tatsächlich als sicheres Gebiet hier.
So, jetzt müsste es doch reichen. 18, genau. Und wie viel Stoff haben wir? 14. Ja, dann bauen wir so ein Snow Shelter. Ja, schon ein lauschiges Plätzchen dafür finden. Sagen wir mal hier so. So. Wir haben das, das und das. Gehen wir erstmal rein. Gut, wir haben neunmal das. Wir schauen mal, was wir für die Werkbank. Rehlederhose. Dreimal Rehhaut, viermal Darm. Rehlederstiefel. Zwei, vier. Und 3, 4. Ja, dann bleiben wir einfach eine Weile. Vier Liter, damit sollten wir jetzt erstmal eine Weile klarkommen. Sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Ja, und es ist gut, so viel Zeit draußen zu verbringen. So. Jetzt muss aufpassen, dass wir nicht direkt in der Aurora auf so ein Kabel treten. Also auf so eine Leitung. Aber scheint alles okay. So. Ja. Dann. Was nehmen wir? Wir nehmen die. Drückt die Daumen, dass dabei nichts schief geht. Spülen das runter. Ja, und dann soll es das auch für diese Runde gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye, bye.